Hallo zusammen, hier ist wieder Ogoti und ich habe einen Videovorschlag bekommen von Morphy und zwar auf Instagram. In diesem Fall ist es ein absoluter Volltreffer und es ist jetzt auch keine Sorge, Reaction-Video, in dem wir uns zusammen irgendein bekanntes Video anschauen, denn der YouTuber, um den es hier geht, beziehungsweise der, der das Video gemacht hat, der hat hiermit jetzt keinen großen Hit gelandet und ist auch kein großer YouTuber. Das ist natürlich nicht wertend oder beleidigend gemeint, aber zumindest ist es keine typische Reaction, wo man auf irgendetwas mit einem großen Bekanntheitsgrad reagiert. Dennoch, auf die Thematik, die ist ganz wichtig. Und zwar geht es hier darum, dass er sagt, dass man, warum für 99% ein Vierersplit bei 4 Tagen Training keinen Sinn macht. Und er ist damit ein absoluter Stellvertreter von dem, was seit 10 Jahren gang und gäbe auf YouTube ist und wo dieser Kanal eigentlich so ziemlich schon fast gewidmet ist, sich dagegen zu richten, um den Leuten mal die Augen zu öffnen. Schaut gerne mal bei den Kommentaren und den entsprechenden Videos, wie gut das Ganze auch ankommt und tatsächlich auch funktioniert. Und das ist kein Gotti-System und das ist nichts Einzigartiges, sondern eigentlich ist das das herkömmliche Bodybuilding, das normalerweise gemacht wird in der Parallelwelt des Bodybuildings und das auch eigentlich seit 50 Jahren so gemacht wird. Und wir schauen uns jetzt mal an, wie wahnsinnig überzeugt jemand Argumente dafür bringen kann, einen Muskel 2-mal die Woche zu trainieren und wie schlüssig das auch klingt, gerade für euch da draußen, sodass man dann eigentlich immer wieder sich denkt, ja, ist doch eigentlich ganz klare, logische Argumentationskette, also wird er wohl recht haben. Und ich zeige euch dann, warum das eben nicht so ist. Jetzt schauen wir mal zusammen rein und dann gehen wir die Argumente mal einzeln durch. Herzlich willkommen zum nächsten Video. Heute klären wir, warum ein Vierersplit kein geiler Plan ist für die allermeisten Leute, wenn sie 4-mal die Woche trainieren wollen. Das Ziel ist es, mal ganz grob gesagt, im Schnitt, dass du jeden Muskel 2-mal die Woche trainierst. Das heißt, du willst 2-mal die Woche einen Reiz setzen. Warum ist das so? Es ist so, dass wenn du einen Muskelaufbaureiz setzt, dass du dann, je nachdem wie stark der ist, wie weit fortgeschritten du bist, wie gut du regenerierst und so weiter und so fort, zwischen 2 bis 3 Tagen brauchst, bis du den Muskel wieder trainieren kannst. Das heißt, sagen wir mal 3 Tage, dann ist ein Tag Pause und dann am 3. oder 4. Tag würdest du wieder trainieren. Und das wird dazu führen, dass du jetzt mal alle 3,5 Tage ungefähr den Muskel trainieren kannst. Das heißt 2-mal die Woche. Eine Woche hat er 7 Tage. Das heißt ungefähr 2-mal pro Woche kannst du einen Muskel trainieren und dann sollten wir das in der Regel auch, um dort einfach schnell voranzukommen. Weil warum solltest du länger warten? Tja, und hier direkt die Antwort für die schöne Frage, die er gestellt hat. Warum man länger warten sollte? Um sich zu erholen, für die Regeneration. Jetzt hat er schon ganz richtig gesagt, der Muskel ist oft regeneriert. Das heißt, den können wir nach 3,5 Tagen, wie er hier gesagt hat, wieder trainieren. Und viele von euch fühlen das auch. Ich kriege immer wieder die Frage, ich fühle mich so, als könnte ich schon wieder die Brust trainieren. Sollte ich das dann wirklich nicht machen? Jetzt muss man mal bedenken, was nach 3 Tagen passiert, gerade wenn wir nicht in einen Zweiersplit oder einen Ganzkörperplan sind. Dann haben wir jeden einzelnen Muskel dazwischen trainiert. Ihr trainiert an einem Tag vielleicht die Brust, am nächsten Tag Nummer 2 den Rücken und vielleicht an Tag Nummer 3 die Beine und an Tag Nummer 4, das ist jetzt 3 Tage später, wieder die Brust. Das heißt, ja, die Brust trainiert ihr nur alle 3 Tage, aber ihr habt jeden Tag euren Körper in Stress verwickelt. Ihr habt jeden Tag irgendwas trainiert und auch die Muskeln wollen sich ja erholen. Alles, was ihr zu euch nehmt, der ganze Proteinbedarf und alles, was euer Körper macht, um Muskeln aufzubauen, gilt ja nicht nur für die Brust. Er muss danach den Rücken, danach die Beine. Das ist so, als würdet ihr wirklich sagen, ja gut, ihr habt ja erst am Montag eine bestimmte Sache in der Arbeit bearbeitet. Und auch wenn ihr Dienstag Vollzeit gearbeitet habt und Mittwoch und Donnerstag, aber diese Sache bearbeitet ihr dann erst wieder am Freitag. Das geht doch. Aber dabei seid ihr völlig überarbeitet von den anderen Sachen und genauso ist es mit eurem Körper. Und das wird nicht einberechnet. Klar, jetzt müsstet ihr die Intensität zurückschrauben und das ist ja auch das Argument. Man muss also so weit die Intensität zurückschrauben, dass man eben alle 3 bis 3,5 Tage dann auch trainieren kann und nicht von den anderen Trainingseinheiten so fertig ist. Die Gelenke und die Sehnen sagen dabei etwas anderes. Wir reden bisher nur von dem Muskel. Ja, auch andere Dinge werden belastet. Das zentrale Nervensystem, Gelenke, Sehnen und so weiter. Das ist ebenfalls noch auf der Rechnung. Aber hören wir mal weiter zu. Du solltest, sobald der Muskel wieder erholt ist, diesen auch wieder trainieren, damit du einfach innerhalb einer gewissen Zeitspanne, sagen wir jetzt mal 60 Tagen, nicht nur, ja, oder sagen wir mal 70 Tage sind 10 Wochen.
Wenn du da jeden Muskel nur einmal die Woche trainierst, dann hast du eben in diesen 10 Wochen, zum Beispiel die Brust, nur 10-mal trainiert. Wenn du aber jeden Muskel zweimal die Woche trainierst, dann hast du die Brust 20-mal trainiert. Und jetzt wird der ein oder andere sagen, und das ist ja oft das Argument, okay, aber wenn ich ja, je mehr Muskeln ich in einer Trainingseinheit trainiere, desto weniger trainiere ich diese Muskeln pro Trainingseinheit. Ja? Und dann sagen Leute, okay, statt zweimal so halb zu trainieren, mache ich es lieber einmal richtig. Vor allem, wenn ich die Brust mit 10, 12 Sätzen attackiere, dann habe ich viel, viel mehr Muskelkater. Verstehen aber nicht, dass du eben nicht mehr als 100% Muskelaufbau erzielen kannst. Ja, das heißt, du kannst vielleicht auch mit 4 oder 5 Sätzen einer Trainingseinheit für die Brust schon an deine 100% kommen. Und wenn du 12 Sätze machst, dann kommst du hier hin mit dem Muskelaufbau, der ist bei 100%. Und alles andere, die Sätze, die du noch dazu machst, da kriegst du keinen zusätzlichen Muskelreiz mehr. Was du bekommst, ist mehr Muskelkater. Ja. An dieser Stelle muss ich mal ganz fair sein, denn dieses Video ist natürlich nicht gegen diese Person gerichtet. Und, wie es hier oft auf YouTube verstanden wird, das führt jetzt zu Beef oder irgendeiner Boshaftigkeit zwischen uns. Nein, das hier ist ja eine Diskussion erstmal, eine fachliche Diskussion. Und später wird er noch etwas sagen, was durchaus richtig ist. Denkt es leider nur nicht weiter. Und deswegen verzeiht mir natürlich, dass ich den etwas suffisanten Ton, den er hier ebenfalls an den Tag legt, oder nennen wir es nicht suffisant, nennen wir es einen selbstsicheren Ton, ebenfalls in dieses Video einfließen lasse. Denn was er hier scheinbar außer Acht lässt und nicht versteht, ist, dass es ab einem gewissen Trainingspunkt nun mal mehr Sätze und mehr Volumen und vor allem mehr Intensität braucht, um einen Muskel vollständig zu trainieren. Und mit vollständig meine ich eben, dass es auch manche Muskelgruppen gibt, die fairerweise nicht als eine Gruppe, sondern als 4 beachtet werden müssten, wie der Rücken. Der Rücken hat so viele Muskulaturen und Muskelstränge, die in alle Richtungen wirken, dass man eigentlich nicht nur ein paar Sätze machen kann und dann hat man den Rücken trainiert und gleichzeitig macht man ein paar Sätze und hat den Trizeps trainiert. So funktioniert das oftmals nicht. Und sein Beispiel kann man auch ad absurdum führen, indem man zum Beispiel sagt, ja, ach, Moment mal, wenn ich in 10 Wochen direkt 20 Mal den Muskel trainieren kann, warum trainiere ich ihn dann nicht 3-mal die Woche? Das wären ja dann schon 30 Mal. Und wieso trainiere ich den eigentlich nicht 4-mal die Woche? Das wären ja dann schon 40 Mal. Und umso mehr, desto besser. Du ermüdest den Muskel, du ermüdest deinen Körper, aber du kannst eben nicht mehr Muskulatur aufbauen ins Unendliche. Sonst würde man sagen, okay, pass auf, mal einfach 30 Sätze Brust einmal die Woche oder einmal im Monat und gib ihm und dann ist gut. Ja, das macht aber keiner. Denn hier hat das erwähnt, einmal im Monat und dann hat man es, geht nicht. Aber genauso kann ich es in die andere Richtung ins Absurde ziehen und sagen, ja, dann einfach jeden Tag. Aber das funktioniert eben auch nicht. Das heißt, wir müssen jetzt sowieso irgendwo die Mitte finden. Die Mitte ist bei ihm 2-mal die Woche und die ist eigentlich 1-mal die Woche. Wesentlich besser. Das heißt, wir wollen das über die Woche verteilen und ja, es ist so und Studien zeigen das auch, dass wenn das Volumen gleich ist, der Muskelaufbau auch ungefähr gleich ist. Ja, das heißt, wenn du 10 Sätze für die Brust machst, ist es laut Studien, egal ob du das einmal 10 Sätze machst, montags oder montags 5, freitags 5 zum Beispiel. Ja? Aber die Praxis zeigt, und das ist das Problem bei Studien, gerade im Thema Krafttraining, hier ist noch weniger Geld als in vielen anderen Bereichen, die Studien sind hier einfach sehr, sehr mies und nicht valide oftmals. Und in der Praxis zeigt sich eben etwas ganz, ganz anderes. Denn und hier hat er natürlich recht, die Studien sind oft nicht so aussagekräftig. Dennoch beruht diese gesamte These, die Proteinsynthese-These, auf Studien. Und nur da kommt das Ganze her, denn in der Praxis ist es tatsächlich so, dass die meisten Menschen einfach mit einmal die Woche besser beraten sind. Und falls ihr mir jetzt hier wieder nicht glauben solltet, diejenigen, die neu einschalten, schaut euch, wie gesagt, all die Kommentare unter den Videos an, wo ich das mache und wo ich das sage. Und dann werdet ihr sehen, dass sehr viele genau aus dieser Richtung kommen, das jahrelang gemacht haben und jetzt ganz plötzlich wieder Fortschritte machen. Und ihr könnt euch auch selbst testen. Es gibt immer noch mein Selbsttestvideo, wo man mal schaut, wie das ist, wenn man alles auslässt und nur einmal die Woche dann die Brust trainiert, nächste Woche wieder und ganz plötzlich stärker ist. Wie kommt das? Training ist, desto geringer ist die Qualität. Wenn du 12 Sätze Brust in einem Training machen kannst, dann zeigt das nur, dass jeder einzelne dieser Sätze einfach nicht qualitativ und hart genug ist. Denn wenn du wirklich hart trainieren würdest, könntest du keine vernünftigen 12 Sätze machen. Und auch das stimmt nicht ganz, denn man kann vielleicht das für den Bizeps und den Trizeps noch sagen. Und ja, man trainiert danach nicht mehr ganz so hart und kann den Fokus oft nicht beibehalten, aber das muss man eben lernen.
Darum geht es eben, dass man das durchziehen kann. Und ja, das kann man. Und man kann sein zentrales Nervensystem so weit bekommen. Und ja, dann geht man auf Nummer sicher, ein Reizgesetz zu haben. Denn bin ich gerade so weit runtergegangen, dass ich nur ein paar Sätze habe, mit denen ich das erreichen muss. Jetzt stellt euch mal vor, bei einem Satz habt ihr das nicht ganz geschafft. Ihr kennt das, irgendwann hat man immer mal einen Satz nicht ganz so ausgeführt, wie es sein sollte. Dann wäre der Reiz schon nicht gesetzt und dann verliert man ihn. Wenn man aber 5 noch extra hat, dann kriegt man den Reiz auf jeden Fall. Und man muss dazu sagen, wie gesagt, oft muss man einen Muskel auch ein wenig mehrdimensional trainieren. Alleine schon bei der Brust kann man schon sagen, hey, wir haben die obere, den mittleren, den unteren Teil. Die sind nicht ganz sauber voneinander zu trennen, natürlich nicht. Aber trotzdem macht das schon den Unterschied zwischen 3 verschiedenen Übungen, die wir sicherlich nicht nur mit einem Satz bespielen. Wir haben jetzt gerade auch schon teilweise angesprochen, aber das ist eben ein Punkt, was die meisten dann spätestens dann nicht mehr checken. Die Effizienz. Und dazu gehört eben die Bewegungsqualität und die Koordination. Wenn ich jeden Muskel nur einmal pro Woche trainiere, und das ist jetzt wichtig, also das ist wirklich ein Banger, ja, also notiere das am besten und hör sie genau zu. Wenn du jeden Muskel nur einmal die Woche trainierst, dann trainierst du auch jede Bewegung nur einmal die Woche. Entsprechend wirst du, was deine Bewegungsqualität, deine Bewegungseffizienz, deine Koordination inter- und intramuskulär, das heißt im Muskel selber und das Zusammenspiel der verschiedenen Muskeln, wenn du eine Verbundübung machst, wird einfach nicht so schnell geschult. Das ist genauso, wenn du einmal die Woche Tennis spielst oder 2 oder 3 Mal die Woche Tennis. Wo wirst du in einem halben Jahr wohl besser sein? Dann hast du nicht nur häufiger einen Muskel trainiert, sondern auch härter und effizienter. Tja, und das, was jetzt kommt, das ist ein totaler Banger für dich, Tobias. Notier dir das lieber. Also, wenn du das hier siehst, notier dir das. Also, deiner These nach würde man mit mehr Training immer mehr erreichen. Das ist zwar keine biologische These, denn immerhin, man muss ja auch etwas entwickeln und der Körper muss was aufbauen. Von der Koordination ist das ja nett, wenn der Körper nicht mitmacht, bringt das wenig. Oder habt ihr schon mal versucht, 24 Stunden am Tag Vokabeln für Englisch zu lernen und dann anschließend am nächsten Tag wieder und am nächsten Tag wieder? Hey, ist doch wieder mehr Wiederholungen. Aber da macht das Gehirn, der Körper nicht ganz mit, denn ihr braucht Schlaf, ihr braucht Erholung, ihr müsst das Ganze prozessieren. So funktioniert das nun mal nicht, obwohl es wahrscheinlich der Banger ist. Und demnach wäre es auch ganz cool, wenn wir unser Brusttraining aufteilen. Und zwar ungefähr, indem wir alle 20 Minuten am Tag, ich habe gar keine Uhr, einen Liegestütz machen. Hey, und das ziehen wir die ganze Woche über durch. Haben wir es doch toll verteilt. Und wir haben diese Koordination immer wieder gelernt. Ganz nebenbei, wie viel Koordination musst du eigentlich lernen? Also, klar ist, und das sagt eigentlich im Prinzip jeder Trainer, dass man in den ersten Monaten gerne einen Ganzkörper- oder einen Zweiersplit machen kann, um diese Übungen zu lernen. Aber länger? Ich meine, wir dürfen hier nicht außer Acht lassen, bei aller Liebe zum Bodybuilding, und ihr wisst, dass ich diesen Sport liebe, den ich seit 25 Jahren mache, Bankdrücken bleibt Bankdrücken. Und die meisten Maschinen bleiben die Maschinen. Die hat man oft gelernt nach 2-3 Mal ausführen. Und seinen Muskel zu treffen und wirklich damit zu trainieren, ja, da muss ich zugeben, da kann man schon ein bisschen länger dran lernen. Aber ein paar Monate, ein Jahr, wenn da wirklich mehr Zeit vergeht, seid ihr äußerst untalentiert da drin. Das ist nicht so etwas wie Tennis, wo jeder Ball nun mal anders kommt und wo man den erwischen muss. Hier gibt es keine Geschicklichkeit. Also wer Tennis vergleicht mit einer Bizeps-Curl-Maschine, in der man einfach nur curlen kann, der hat nicht ganz die Bewegung dahinter verstanden. Worst case, wenn du jeden Muskel nur einmal die Woche trainierst und dann isst irgendwas, du hast zum Beispiel donnerstags Rücken, einmal die Woche donnerstags Rücken und dann isst irgendwas, ja, ein Unfall, irgendwas ist passiert, du musst auf einen Termin, du bist auf einem Event, dann fällt das aus. Und dann hast du bis zum nächsten Mal Rückentraining, hast du vielleicht 2 Wochen, das heißt sind komplett 2 Wochen dazwischen, wo du keinen Rücken trainiert hast. Du fängst jedes Mal wieder fast von null an. Und das ist eben ein riesen Problem, was viele nicht verstehen, wenn sie eben ein Vierersplit trainieren. Ja, und das ist zwar ein Argument, das stimmt, dann ist das Ganze weg hier, dann ist das Training mit einem Mal weg, aber das Gegenargument hat er leider nicht genannt. Das Tolle nämlich an einem Split ist genau das Gleiche. Ihr seid viel flexibler. Jetzt angenommen, ich könnte genau heute den Trainingstag nicht machen. Dann könnte ich den davor schieben, das heißt einen Tag davor trainieren oder einen Tag danach. Denn ich habe ja davor und danach immer frei. Bei einem Dreiersplit, bei einem Vierersplit zumindest ein bisschen Variation und mache es dann einfach später. Aber wie sieht das mit dem Ganzkörpertraining aus? Wenn ich den einen Tag später mache, dann hätte ich 2 Trainingseinheiten auf einmal hintereinander oder hätte innerhalb von 2 Tagen das Ganze. Der Muskel ist auf einmal nicht erholt, also muss ich alles verschieben zwangsläufig. Da kann ich nicht einfach sagen, gut, statt Dienstag trainiere ich
am Mittwoch und am Donnerstag habe ich schon wieder die nächste Einheit. Beim Split geht das, weil es nicht die gleichen Muskeln sind. Da ist es egal, dass ich den Brusttag ein bisschen verschoben habe, weil danach kommt ja der Rücken. Und deswegen ist man eigentlich flexibler. Und wenn mal eine Einheit ausfällt, kann man auch hier sagen, dann hat man die anderen Muskeln aber komplett noch so trainiert, wie man sie trainieren sollte. Jetzt kommen wir dazu, für wen das relevant ist. Und zwar für alle, die Anfänger oder auch fortgeschritten sind. Für Profis, die absolute Profis sind, die einfach eine Muskelmasse haben, die für die einfach das Ganze schon wie Fahrradfahren im FF drin ist, die seit 20, 30, 40 Jahren trainieren. Da ist es so, dass die irgendwann, um noch einen Reiz zu setzen, auch bei der hohen Intensität wirklich ein höheres Volumen mal pro Einheit brauchen, um diesen Schwellenwert zu durchbrechen. Und hier sagt er das, was er eigentlich hätte am Anfang sagen sollen und was das Ganze wieder etwas abmildert, wo man nicht mehr ganz so streng sein kann zu ihm. Man muss nur die Zahlen ein bisschen korrigieren und das Ganze einordnen. Ich würde sagen, so wie er unterm Hemd aussieht, nicht so wie er im Tanktop aussieht, aber unterm Hemd, er ist schon da. Alleine er, wo man 100 Kilo wahrscheinlich drückt. Das heißt ein- oder zweimal, vielleicht sogar sechsmal, da kommt man relativ schnell hin. Und viele von euch, wenn sie ernsthaft trainieren und sich dabei auch ernsthaft ernähren, werden relativ schnell bei dem sein. Nicht nach 10 Jahren Training. Nein, ich als absoluter Schmächtling habe die 100 Kilo gedrückt nach ungefähr einem Dreivierteljahr Training, einem Jahr Training. Das geht für viele von euch da draußen, wenn man es wirklich drauf anlegt und alles richtig macht. Das heißt, ja, dann bleibt es dabei. Dann würde er sogar mir zustimmen, dass eigentlich nach dem Anfangsteil des Trainings, und wenn man bedenkt, dass ich seit 25 Jahren trainiere, dann war das die ersten paar Monate, das ist ja nichts, dass man dann sehr schnell dazu übergeht, den Muskel viel ausführlicher trainieren zu müssen. Dann das ganze Gerede davor bringt dann eigentlich nichts. Wenn er sich wirklich nur an absolut blutige Anfänger richtet und das nur für die kürzeste Zeit, die meisten von euch werden zumindest 2, 3, 4, 5 Jahre trainieren und nicht als absolute Erstlinge hier ankommen, dann ist das ganze Gerede hier umsonst. Und da ist vielleicht der größte Denkfehler auf Fitness-YouTube. Er sagt selbst, das ist für Anfänger. Aber ihr seid so schnell daraus enthoben und trotzdem drehen sich alle Videos von Fitness-YouTube darum, zweimal die Woche den Muskel zu trainieren, obwohl das nur in den ersten 6 bis 12 Monaten der Fall sein sollte. Das jetzt mal dazu zum Verständnis und nochmal zusammenfassen. Warum macht es keinen Sinn, einen Muskel nur einmal die Woche zu trainieren? Zum einen, weil du ihn zweimal pro Woche trainieren könntest und damit könntest du doppelt so schnell vorankommen. Plus, wenn du es nur einmal die Woche machst, hast du nicht nur weniger offenen Reiz, sondern auch einen weniger intensiven Reiz, weil du einfach nicht in den Groove reinkommst, nicht effizient bist in den Übungen. Und das gilt mal auf jeden Fall für Leute mindestens, die nicht mal 3 bis 5 Jahre am Stück regelmäßig hart, intensiv und progressiv trainiert haben mit einem vernünftigen Trainingsprogramm. Wenn du das gemacht hast, hast wirklich eine richtig stabile Muskelmasse, bist richtig gut im Start, dann kannst du es auch mal anders probieren, aber vorher ist absolutes No-Go und komplette Zeitverschwendung einfach für dich. Ja? Und jetzt kommen wir mal zu Argumenten, die er eben nicht genannt hat. Ob er da nicht dran gedacht hat oder ob er sich die an dieser Stelle mal wieder notieren sollte. Es gibt zum Beispiel auch nicht nur die These, dass man es koordinativ lernen muss, sondern dass man sich vor allem in einen Muskel reindenken muss, dass man ihn spüren muss, dass man irgendwie im Training dem Muskel näher kommt. Tja, das soll nicht ganz spirituell jetzt gerade klingen, aber wenn ich zum Beispiel als Anfänger, selbst als blutiger Anfänger, ganz klar nur 4, 5 Sätze bräuchte, intensive Sätze, um die Brust zu trainieren, dann als Anfänger muss man einerseits anräumen, da kann ich noch nicht intensiv trainieren. Das Gehirn muss erstmal lernen, alle Muskelfasern zu rekrutieren für die Brust. Was meint ihr, warum ihr als Anfänger so wahnsinnig schnell die Gewichte steigern könnt? Nicht, weil ihr so wahnsinnig schnell Muskelmasse aufbaut. Nein, das ist eine reine Koordination. Ihr lernt immer mehr Muskelstränge gleichzeitig zu bewegen. Das ist so, wie wenn ihr zum ersten Mal mit euren 20 besten Freunden versucht, ein Boot voranzubringen mit dem Rudern. Ihr müsst euch erstmal koordinieren. Das heißt, das werdet ihr nicht beim ersten Mal schaffen, aber beim nächsten Mal schon viel besser und beim dritten, vierten Mal auch viel besser, obwohl ihr noch nicht schneller rudert. Ihr rudert nur gleichmäßiger. Und das ist eine ganz wichtige Sache, die ihr am Anfang lernt. Aber jetzt kann man sich auch noch besser in den Muskel reinfinden. Denn wenn ihr nur 4, 5 Sätze habt, dann ist es oft so, dass ihr einfach noch gar nicht die Intensität aufbringen konntet. Ihr seid Anfänger, wie gesagt, ihr rudert noch nicht so gleichmäßig. Und dann braucht ihr vielleicht auch alleine schon vom Volumen ein bisschen mehr, um irgendwie diesen Reiz richtig gut setzen zu können. Denn das muss man noch erst lernen. Habt ihr das einmal gelernt, ist es wichtig, dass man dann aber auch dranbleibt. Ich habe schon mal ein Video dazu gemacht, wo ich
sage, dass man eigentlich oft spürt, dass man erst im dritten, vierten oder fünften Satz so richtig gut in den Muskel reinkommt. Oder dass man auf die eine Übung aufbaut. Wenn ich zum Beispiel für die Brust erst Schrägbankdrücken gemacht habe und danach nochmal negativ, und dann bauen diese Übungen aufeinander auf, auch von den Wiederholungszahlen. Ich habe vielleicht erstmal 6 Wiederholungen trainiert bis 10 Wiederholungen. Danach mache ich es nochmal in einem anderen Wiederholungsbereich. All das baut aufeinander auf. Ich habe ein so gutes Gefühl in der Brust, wenn ich zur zweiten und dritten Übung gehe, weil da schon Blut drin ist, weil ich sie spüre, dass dadurch die Qualität meiner Übungsausführung nochmal gesteigert wird. Und das erreicht man nicht mit dem ersten Satz. Man kann sich gut aufwärmen, aber da ist schon wieder die Frage, wenn ich mich richtig stark aufwärme und dafür schon viele Sätze mache, ist das nicht eigentlich schon das Training? Ist das nicht eigentlich schon das höhere Volumen? Und da kann ich euch auch nur mal empfehlen, konzentriert euch mal auf einen Muskel für zumindest 20, 30 Minuten. Und das sind dann die üblichen 8 bis 10 Sätze. Dann werdet ihr merken, dass ihr ganz anders in den Muskel reinkommt. Und das ist auch ein Lernprozess. Und den verpassen die Leute bei ihm dann definitiv. Und das hat er denen nicht beigebracht. Wie ist es, wenn ich mal komplett nur den Rücken trainiere? Wenn ich von Rücken nach ein paar Sätzen schon wieder zur Brust muss und von der Brust zu den Beinen und von den Beinen zum Bizeps und dazwischen das jedes Mal auch wieder aufwärmen muss, dann bin ich entweder endlos dran oder wenn ich das nicht aufwärme, dann mache ich kalt 3 Sätze Kniebeugen, kalt 3 Sätze Bankdrücken. Also für mich ergibt sich ein Ganzkörperplan überhaupt nicht. Und selbst ein Zweiersplit, da muss man immerhin 3 Muskelgruppen irgendwie aufwärmen. Und deswegen macht es für euch auch Sinn, als Anfänger das Ganze zu machen. Zumal ihr als Anfänger auch noch nicht euren Körper so gut kennt. Wie lange braucht ihr, damit er erholt ist? Hier geht er auf Nummer sicher, dass er erholt ist. Und das ist letzten Endes das größte Argument, weshalb seit Jahr und Tag alle Leute eigentlich damit besser fahren. Zumindest die große Teil der Masse. Nicht alle. Alle gibt es nie. Das habe ich auch schon mehrmals verständlich gemacht. Es gibt da draußen Leute, die sogar mit Liegestütz besser eine Brust aufbauen als in einem mit höheren Gewichten und niedrigem Wiederholungsbereich. Das gibt es alles. Aber der große, breite Korridor baut hiermit auf Nummer sicher auf. Warum? Ja, die Proteinsynthese nur der Muskulatur, quasi nur die Erholung der Muskulatur, kann nach 3 bis 4 Tagen abgeschlossen sein. Nicht die der Sehnen und Gelenke, weshalb so viele von euch in Übertraining kommen. Aber das Entscheidende ist, ihr verliert keine Muskelmasse in der Zeit, wenn ihr noch wartet. Das heißt, ja, ihr könntet nach 4 Tagen wieder trainieren und dann könntet ihr vielleicht nochmal einen Reiz setzen. Aber es ist ein sehr, sehr enges Spielchen. Wart ihr zu früh dran, kommt ihr irgendwann in Übertraining. Habt die Gains verhindert. Das ist das große Risiko. Ist euer Training zu kurz, habt ihr gar keinen Reiz erst gesetzt. Also warum nicht im Training alles geben, definitiv sicher gehen, den Reiz habe ich gesetzt und danach definitiv sicher gehen, dass ich die Regeneration habe. Und dann fange ich wieder an. Statt dieses Feinjustierungsspielchen, bei dem der mancher mal Glück hat, dass er es direkt erwischt und andere wiederum nicht. Und deswegen haben so viele seit Jahr und Tag Erfolg damit, weil man damit auf Nummer sicher geht und kontinuierlich Woche für Woche, Monat für Monat und Jahr für Jahr aufbaut, sich erholt und wieder rangehen kann. Und das sollte er sich auch vielleicht mal notieren. Und dann hat er ein komplettes Bild und kann auch Leute nach 3 Monaten schon an den Split schicken. Und er sollte es definitiv schon machen. Er erwähnt am Anfang natürlich, dass er so viele Leute trainiert hat. Und auch das lässt den einen oder anderen da draußen immer verunsichern. Oh, wenn das bei so vielen Leuten geklappt hat, dann muss es doch bei mir auch klappen. Allerdings erwähnt er nicht, bei wie vielen von diesen Leuten es auch anders geklappt hätte. Und das ist das Schöne. In diesem Video habt ihr rein Argumente, die ihr gegeneinander aufwägen könnt. Nur diesmal beide Seiten. Sowohl seine Argumente habt ihr auch gehört, als auch meine Argumente, sodass ihr jetzt selbst gegeneinander abwägen könnt. Vor allem aber eben lernt, welche Argumente ausgelassen werden, wenn ihr das nur so einseitig mitbekommt. Und was die Zahlen angeht, da kann ich euch auch nur garantieren, das sind deutlich, 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 deutlich mehr, bei denen das einfach seit Jahr und Tag so funktioniert. Seit Jahrzehnten macht man so Bodybuilding, das ist kein Gotti-System, wie ich es immer wieder betone. Und im Prinzip jeden Profi, den er fragt, das hat er selbst sogar zugegeben, wird euch auch nichts anderes erzählen. Und die trainieren sogar die Anfänger dann so. Und bei denen funktioniert es, weil man einfach auf Nummer sicher geht. Abonniert gerne den Kanal, wenn euch so etwas gefällt. Guckt euch mal die anderen Videos an, lasst mir ein Like da und dann sehen wir uns beim nächsten Video. Macht's gut, bis bald, euer Gotti.